Die Anforderungen der Bauindustrie an moderne Turmdrehkrane wachsen stetig. Bauwerke erreichen neue Dimensionen und ragen immer weiter in den Himmel. Hier sind Innovationen gefragt, die über die Entwicklung des reinen Stahlbaus bei Turmdrehkranen hinausgehen. Eine wegweisende Antwort auf diese Herausforderung ist das von Liebherr und der Firma Teufelberger entwickelte hochfeste Faserseil Solite. Solite kombiniert die bewährten Eigenschaften des Stahlseils mit einem wesentlich geringeren Eigengewicht und eröffnet so völlig neue Möglichkeiten, Krane für die Zukunft zu rüsten. Auf speziell eingerichteten Testständen wurden bis heute zahlreiche Seilprototypen geprüft. 70.000 Meter Seil und 55.000 Stunden liegen hinter den Testreihen der Liebherr-Ingenieure, die aus verschiedenen Unternehmensbereichen systematisch zusammenarbeiten. Mehr als 8 Jahre gemeinsame Entwicklung wurden in das Faserseil investiert. Wir haben im Laborbetrieb die Seile jeweils wirklich bis zum Riss gefahren und kennen daher unsere Grenzen von unserem Seil sehr gut. Solite besteht aus 2 Komponenten, der sichtbare Mantel und der darin eingewebte Kern. Der Kern ist der tragende Teil des Seiles und der Mantel eigentlich nur eine Ablegereiferkennung. Der Mantel des Seils besteht aus Fasern, die unterschiedlich schnell abnutzen. So kann die Ablegereife sicher und einfach bestimmt werden. Unter realen Bedingungen arbeiten Kranfahrer und erfahrene Monteure mit dem Faserseil und lassen so ihre Praxiserfahrungen in die weitere Entwicklung von Solite auf Turmdrehkranen einfließen. Der große Unterschied zwischen dem Faserseil und dem Stahlseil ist das Handling und erst einmal das Gewicht. Die verwendeten hochfesten Fasern des Seils machen es extrem leicht. Bis zu 80% weniger Gewicht bei gleicher Tragfähigkeit. Damit wird die Montage revolutioniert. Man braucht eigentlich quasi gar keinen Kraftaufwand, um dieses Seil da irgendwo über Seilrollen zu ziehen. Auch im weiteren Handling zeigt das Seil seine Vorzüge. Das Seil muss nicht geschmiert werden. Und das macht sich nicht nur optisch bemerkbar. Es steigert auch die Sicherheit auf dem Kran. Der Kran ist jetzt 2 Jahre alt und man sieht eigentlich nirgendwo eine Spur von Fett oder Öl. Auf der Seiltrommel stellt sich das Wickelbild genauso sauber dar wie vom Stahlseil gewohnt. Hier steht Solite in nichts nach. Außerdem überzeugt Solite durch eine längere Lebensdauer. Auf Turmdrehkrane kann das Faserseil bis zu 4-mal so lange im Einsatz bleiben. Das erhöht die Verfügbarkeit und die Rendite des Krans auf der Baustelle. Also ich habe jetzt seit circa 2 Jahren Faserseil im Einsatz. Wir haben also weder Kundenreklamationen noch irgendwelche Störungen, dass das Seil verschlissen wäre. Die Kombination aus geringem Eigengewicht von Solite und einem Einsparpotenzial von rund 50% bei der Hackenflasche eröffnet völlig neue Möglichkeiten für den Einsatz auf Turmdrehkranen. Diese Gewichtseinsparung wird direkt in höhere Traglast umgewandelt und erhöht somit die Leistungsfähigkeit des Krans essentiell. Solite, eine innovative Entwicklung, um den steigenden Anforderungen auf den Baustellen der Welt gerecht zu werden.